Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier! Was zur Hölle? Was war das? Totale Scheiße. Verdammt, noch eine Leiche. Wen hat's erwischt? Scheiße. Buckley. Es war doch immer alles in Ordnung mit ihm. Er wollte sogar extra Wachdienst schieben. Da haben wir wohl noch mal Glück gehabt. Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blöd... das Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden?
Komm mal her! Won't you spare me over till another year.
Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Manchmal werden sie die Geschichte gemeinsam erkunden, manchmal jeder für sich. Was einer tut, mag dem anderen sinnlos erscheinen, denn wir haben alle andere Perspektiven. Aber wie im Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Mann, aber sicher. Ja? Ich bin der Tauchmeister, Mann. Aber gleich vorweg. Ich bin streng. Keine Extrawurst. Du machst ganz genau, was ich sage. Ich soll machen, was du sagst. Ja. Als wärst du mein Boss. Ganz genau, ja. Bezahlst du mich? Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja. Halt die Klappe. Brad, du bist nicht hier, weil du mein
Bruder bist. Ich meine, du bist mein Bruder, aber ich meine so wie Kumpels, weißt du? Ja, schon. Wir sind einfach hier zum Abhängen und chillen. Was zum Teufel laberst du da? Lass uns legendär chillen, Mann. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Hey! Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen? Hey, Lust auf ein Bierchen? Klar, cool. Super. Ich liebe Bier. Guter Mann, Bradical. Mordsmast hast du da. Mast tief. Ruinier's nicht. Julia, ich wollte doch. Was? Bist du schon mal getaucht? Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber, So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Dann zeig mal die scharfen Fotos. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchkamera. Ja. Alter Falter, sieh mal einer an. Wenn es vielleicht zu spät wird, ein paar gute Schuhe. Alex, komm her! Ich glaube, da ist etwas.
Red war sicher, dass es hier ist. Aber naja, wie groß ist die Chance, dass wir die Nadel im Heuhaufen finden? Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt? Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit. Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seh dir mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Hey, Sis. Mhm. Hey, Conny, wie läuft's? Hey, kann ich dir helfen? Erstens, warum bist du so merkwürdig? Und zweitens, warum willst du mir zum ersten Mal in deinem ganzen Leben helfen? Ich dachte nur, das würde die reizende Fliss vielleicht ordentlich beeindrucken. Okay, dann drittens, nenn sie nicht die. Sie ist ein Mensch, kein Ding. Und viertens, denkst du auch mal an was anderes? Hey, Mädels lieben Süßes und ich bin lecker. Und was ist mit der Zählerei? Ah, fast vergessen. Brüderchen hasst Mathe. Nummer 5. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Sie ist okay. Sie hält sich einfach nur gerne an Regeln. Sie ist ein Miststück. Hey, hör mal. Sie geht ja nicht mit dir darunter, also kann sie dich auch von nichts abhalten. Conny, lass bei Fliss mal deine übliche Masche. Fahr deine erbärmliche Anmache mal ein wenig runter. Was? Erbärmlich? Ich quatsch dir sogar die Fische aus dem Wasser. Wart's ab. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Klasse. Ich lehne mich zurück und genieß ein bisschen die Aussicht. Und mit Aussicht meine ich unseren Captain. Ich schalte auf Spannermodus, jetzt. Ja, schon klar. Eklig. Hey, bin bloß ehrlich. Und eklig. Ich bin fast fertig. Oh, Captain, mein Captain. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Ach ja, entschuldige. Meine Schwester wird gerne mal, anstrengend? So kann man's auch sagen. Hier gelten Gesetze und Bräuche. Denen gebührt Respekt. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Wracktauchen ist voll mein Ding. Ich bin zu Hause der Experte. Ach ja? Warum ignorierst du dann die Regeln für unregistrierte Wracks? An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Wütend bist du sogar noch schärfer als so schon. Und ich stehe auf scharfe Sachen. Du hast praktisch noch niemals in deinem Leben mit einer Frau geredet, oder? Nö. Merkt man. Genieß einfach das Meer. Ich komme dann später. Hm.
hat echt alles eingepackt. Man kann den Preis echt riechen. Aber ihr gefällt. Ich glaube, das ist gefälscht. Aber hallo, was ist das? Okay, Schrank. Was versteckst du vor mir? Was haben wir denn hier? Interessant. Was ist das? Alex, passt zu dir. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Alles klar, Kumpel? Das Bier hätte ich besser gelassen. Alles cool, Brady. Wir sind dann oben. Hasta la vista. Ja. Ich komme nach dem... Schweikotzen. Wow, das ist voll daneben. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Okay, kapiert. Wie viel? Wie viel was? Wie viel Geld brauchst du, damit du uns endlich in Ruhe lässt? Du, ich... Hier geht's nicht um Geld. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Hey, sieh dir die Dinger mal an. Hey, Alex, hilf mir mal. Okay, also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay, O2-Check fertig. Immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Wie läuft's? Tauchen die jetzt oder nicht? Ich weiß, das Warten ist unerträglich, aber...
Bald sind wir allein. Und es wird immer besser. Also gut, Kinder, ab die Post. Und vergesst bitte die Regeln nicht. Fliss soll bloß nicht ständig so motzen. Er hat wohl vergessen, wer hier bezahlt. Und das echt großzügig. Da ist Regeln verbiegen doch wohl inklusive. Alles gut? Mehr oder weniger. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Eine Luke, da kommen wir durch. Gefährlich sein. Ladies first. Ich will nur mal kurz anmerken, heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Ist doch unglaublich. Ein Traum wird wahr. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Ist vielleicht zu gefährlich. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Mein Gott! Ugh.
etwas fest? Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Was war das? Sehen wir nach. Du zuerst? Billiger Scheiß. Ich hätte mich fast vollgepinkelt. Ist doch schön warm. Yeah. Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Duke an Alex. Duke an Julia. Hier ist Julia. Was gibt's? Okay, wir sind da und sehen uns um. Over and out. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Julia! Oh Gott! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Scheiße, ich werd's riskieren. Hier unten Scheiße und das war's. Eine Chance, kapiert? Wir müssen hier raus, jetzt! Kein Interesse an uns. Komm schon. Warte. Okay. Dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Ich... Oh Mist. Sorry, Alex.
Ich hab nicht... Ich wollte... Wir sind fast gestorben. Julia, ernsthaft? Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja, ja klar will ich dich heiraten. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Fliss, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Hey, wo kommt das andere Boot her? Warte. Julia, erst die Dekompression. Hey! Scheiße! Was zum Teufel? Wir müssen da rauf! Warte, die Dekompression! Verdammt, stimmt ja. Die Dekompression. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los, los! Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder im Lot. Wir hatten einen Unfall mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern.